Guten Morgen. Ich sitze hier inmitten, das können wir jetzt nicht sehen, einer Baustelle. Und mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit euch unbedingt teilen möchte, weil es so absolut katalysierende Wirkung haben könnte in vielen euren Köpfen. Wir sind gewohnt, dass es immer mehr wird. Wir reichern unseren Besitz an, wir reichern unser Geld an, wir reichern unsere Anerkennung an, wir reichern sogar unsere Menschen um uns herum an. Das heißt, sozialer Kreis oder Familie, je nachdem wie viele Kinder man hat oder wann man dann aufhört, Freunde, alles wird immer mehr. Aber erinnert ihr euch noch an diese tollen Computerspiele wie Civilization, SimCity oder Pirates, alles ja, Computerspiele, teilweise Strategiespiele, teilweise Aufbauspiele, wo es den meisten Spaß gemacht hat, wieder von vorne anzufangen. Wo alles wieder tabula rasa war, wo alles wieder komplett neu war, wo du wieder alle Chancen gehabt hast. Und viele Menschen denken in ihrem Leben, dass das nicht möglich ist. Dass wenn man einmal einen Weg beschritten hat, dass man den weitergehen muss. Und das ist ein massives Problem. Weil das wird natürlich von außen, von allen möglichen Einflussfaktoren in eurem Leben häufig unterstützt. Und dann ist es tatsächlich so, dass man das als Wahrheit annimmt. Dass man denkt, okay, ich habe jetzt angefangen, eine Familie zu gründen, ich habe jetzt angefangen, ein Haus zu bauen, ich habe eine gewisse Ausbildung gemacht oder was auch immer. Und ja, und dann geht es jetzt in diese Richtung weiter. Aber nur weil ihr einmal einen Fehler gemacht habt oder eine Richtung eingeschlagen habt oder euch mit Personen umgeben habt, was nicht mehr eurem heutigen Mindset entspricht, heißt das nicht, dass ihr für alle Ewigkeiten dafür büßen müsst, sondern ihr habt das Recht darauf, immer wieder neu zu starten. Ihr habt das Recht darauf. Die Menschen fragen mich ja auch ganz, ganz häufig, Christian, wie ist das jetzt eigentlich für dich? Du lebst auf 28 Quadratmetern von 700 € im Monat und du hattest doch eigentlich total viel Geld und du hattest beruflich Anerkennung, Familie, du hattest da alles schon. Wie ist das eigentlich für dich? Ist das jetzt schlimm oder ist das und so weiter? Und ich kann nur sagen, ich bin so glücklich wie noch nie. Ich bin so glücklich wie noch nie. Ich bin quasi vom gesellschaftlichen Standpunkt bin ich dort, wo ich mit 18 war. Ne? Kein Geld, ne? Und kleine Wohnung und musst halt irgendwie schauen, wie du den Arsch an der Wand bekommst, rein was Essen angeht und ein Dach über dem Kopf. Und trotzdem bin ich so glücklich wie noch nie. Obwohl ich diesen Cut gemacht habe, mich von dem Geld gelöst habe, mich von der Arbeit gelöst habe, die nicht sich sinnhaft angefühlt hat, die nur dazu diente, andere auszunutzen. Ne? Und ich kann jeden nur raten und wirklich empfehlen, diesen Schritt zu gehen. Wenn ihr nicht zufrieden seid, tabula rasa, wischt eure Tafel komplett ab, alles wieder weiß, fangt wieder von vorne an. Es ist so schön, es ist so befreiend, es fühlt sich nach Leben an. Wisst ihr, es fühlt sich nach Leben an. Schaut mal, wie viele 40-Jährige, 30-Jährige, 50-Jährige, 60-Jährige, je nachdem, wie viele da sind und sagen, oh ja, wäre ich noch mal jung und dann und so weiter. Und daraus spricht das Alter, ne? Die Gesellschaft, die einen geformt hat, die in diese Form reingepresst hat, ne? In diese Form des, keine Ahnung, was er halt für einen Job ist gerade oder in welchem Haus er wohnt, in welcher Region er wohnt, was auch immer. Das ist eine Form, wo wir reingepresst werden.
Ne? Familie, auch eine Form, wo wir reingepresst werden, ne? Wo wir von der Gesellschaft, wir leben die Familie nicht mal so, wie wir das für richtig halten, was wir in unserem Innersten wirklich wollen. Das fängt an mit der Schulerziehung des Kindes, ne? Wir sind verpflichtet, es in die Schule zu machen. In der Schule wird dieser Mensch ganz stark geprägt und hat auch wieder einen Einfluss. Man denkt immer, wir haben Einfluss auf die Kinder, aber auch die Kinder haben Einfluss auf uns. Und das geht in jeden Prozess des Lebens, der in der Gesellschaft anerkannt ist und der in der Gesellschaft normalisiert wurde, also als normal gilt, seid ihr in Formen drin. Und in diesen Formen könnt ihr euch nicht entwickeln, da könnt ihr euch nicht leben. Und dann werdet ihr alt, dann werdet ihr sehr, sehr schnell alt, weil ihr einfach nur noch diese kleine Form habt, in der ihr da rumeiert. Wenn ihr aber einfach wieder mal aus dieser Form raushüpft und euch anfangt, irgendwo ein neues Löchlein zu graben, wieder komplett von vorne anfangt, dann habt ihr auch wieder diesen jugendlichen Spirit in euch. Dann habt ihr wieder dieses Graben und Schauen, was da jetzt ist. Ne? Da ist das wieder voller Leben. Weil da macht man Fehler und da muss man halt schauen. Da hat man nicht diese Sicherheit. Diese Sicherheit. Ein Video kommt dazu auf jeden Fall noch. Diese Sicherheit, die, ich hatte es schon bei der Altersvorsorge angerissen, die einen in der Sicherheit wiegt und damit eigentlich das Leben Stück für Stück sukzessive abgeschlossen wird. Weil die Sicherheit, die wir als Sicherheit begreifen, das ist einfach eine Abschneidung des Lebens. Leben ist Transformation. Leben ist damit eben auch Energie. Und Energie bedeutet auch Gefahren. Ne? Das bedeutet auch, dass man mal sterben kann. Das ist auch Leben. Das ist alles Energie. Aber wenn man, aber Leben ist schön. Und wenn man in dieser Sicherheit sich wägt, und idealerweise in irgendeinem Glaskasten zu Hause und bedient wird, wo alles abgesichert ist, ne? Dann lebt man nicht mehr. Leben ist auch mal, sich einen Infekt einzufangen oder mal ein Bein zu brechen, ne? Oder eben auch zu sterben. Das gehört zum Leben dazu. Aber das ist Leben. Und es ist schade um jede einzelne Stunde, die ihr nicht lebt, die ihr irgendwo vergammelt, vor euch hinrottet. Das ist sowas von schade, weil ich kann immer nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich möchte da nichts generalisieren, ich tue aus eigener Erfahrung sprechen. Ich fühle mich so glücklich wie noch nie. Der Videozeitpunkt jetzt ist noch ein paar Tage vor der Wanderung, wo ich mich total drauf freue und wo ich von meinem Umfeld überall gesagt bekomme: das, hör auf, Mensch, das kannst du nicht mehr machen, 40 Jahre. Wanderung, dein Knie, der Rücken, alles, was auch immer. Bist du denn geimpft? Ne? Hast du dich impfen lassen gegen FMSE, Zecken, ganz große Problematik. Anderes Land, hast du Auslandskrankenversicherung und so weiter. Ich habe einfach beschlossen, einfach loszulaufen. Leg mich am Arsch, leg mich am Arsch mit der Sicherheit, ehrlich. Ich will leben. Und jedes dieser einzelnen Dinge, die ich euch jetzt aufgezählt habe, wenn man sich darüber Gedanken macht und es versucht abzusichern, das lähmt dermaßen. Und ich spüre dann, wenn ich darüber nachdenke, wie sukzessive so die Freude auf diese Wanderung da Stück für Stück weggeht. Und deswegen alles beiseite und einfach leben, einfach machen. Und wenn ihr irgendwo in diesen Kreisläufen drin seid und abgesichert seid, indem ihr einen Job habt oder sowas, aber merkt, dass ihr nicht zufrieden seid in diesem Job, dass dieser Job euch nicht ausfüllt, beendet ihn. Beendet ihn. Schlimmstenfalls geht ins ALG 1 und dann ins ALG 2. Wo tut euch beruflich umorientieren? Ne? Und das ist allemal besser, als irgendwo vor sich hin zu rotten und ja, einfach ja, seinen Urlaub zu finanzieren, mit dem Auto fahren zu können und ja, jeden Abend eine schöne Serie zu schauen und. Ganz ehrlich, das Leben ist wunderschön. Das Leben ist wunderschön. Es ist wunderschön, sich im Dreck zu rollen. Es ist wunderschön, nackt zu sein. Es ist wunderschön, zu lachen, Spaß zu haben, mit Freunden unterwegs zu sein. Es ist schön zu kacken. Es ist schön, Sex zu haben. Es sind so schöne Sachen. Aber das ist alles noch viel schöner, wenn ihr frei im Kopf seid. Wenn ihr frei im Kopf seid. Wenn ihr fließen lassen könnt, wenn ihr einfach atmet und an nichts anderes denkt als ans Atmen. Dieses ganze Sicherheitsgedenke und dieser gesamte gesellschaftliche Rotz, was uns eingeredet wird, das hält euch vom Leben ab.
eigene Erfahrung. Ich probiert's aus. Probiert's aus. Ich liebe euch und lebt euer Leben.